Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. Heute möchte ich Kässpatzen machen. Dazu habe ich mir mal eine Pfanne mit ungefähr 2 Esslöffel Butter vorbereitet. Dann seht ihr hier Emmentaler und Allgäuer Bergkäse und Weißlacker. Das ist für mich die perfekte Mischung für die Kässpatzen. Salz und Pfeffer und nochmal Salz in der Mühle. Dann Zwiebeln. Ich habe dieses Mal 5 Stück genommen, mittelgroß. 4 Eier, 400 Gramm Mehl und vorbereitet habe ich noch 250 Milliliter warmes Wasser. Wie viel ich dann im Endeffekt davon brauche, werde ich sehen. Es kommt ganz darauf an, wie der Teig aussieht. Um die Spätzle-Knöpfle zu machen, habe ich hier so einen Spätzle-Rubel. Es gibt unterschiedliche Arten, die Kässpatzen zuzubereiten. Je nach Region verwendet man entweder so einen Hobel oder man macht das Ganze hier direkt auf dem Brett. Dann streicht man den Teig hier auf dem Brett aus und muss das dann runterschaben. Das sind dann die geschabten Spätzle. Ich kann das leider nicht und deswegen habe ich die einfachere Variante genommen mit dem Hobel. Als allererstes werde ich mich jetzt mal den Zwiebeln widmen. Die brauchen nämlich am längsten. Ich denke mal, dass die bestimmt 20 Minuten, wenn nicht noch länger, in der Pfanne braten müssen, damit sie so richtig schön gar und durch sind. Die Zwiebel ist jetzt soweit geschnitten. Es war auch furchtbar traurig, die zuzubereiten. Ich weiß ja nicht, welches Patentrezept ihr dafür habt, dass man da nicht ständig heulen muss. Wenn ich Zwiebel klein hacke im Schnurri, dann geht das eigentlich immer ganz gut. Aber wenn man sie in Streifen schneiden muss, habe ich eben keine Möglichkeit, das ohne ganz viel Tränen zu bewerkstelligen. Vielleicht könnt ihr mir mal da einen Tipp geben. Was macht ihr da? Abschrecken unter Wasser funktioniert bei mir nicht. Fenster aufhaben, Durchzug sorgen, ja, mindert die ganze Sache ein bisschen ab, aber ja, man ist trotzdem nicht gefeit davor. So, jetzt werde ich das Ganze bei mittlerer Hitze, das ist jetzt bei mir Stufe 6, sage ich jetzt mal, schön langsam vor sich hin brutzeln lassen. Und während die Zwiebel vor sich hin brutzelt, werde ich jetzt den Käse kleinreiben. Das heißt, ich werde mir da einen starken Mann holen, denn das ist ganz schön anstrengend. Und ja, das soll dann mein Herz allerliebste machen. So, jetzt mache ich die Eier in das gesiebte Mehl. Und jetzt gebe ich noch etwas Wasser hinzu, aber nur ein bisschen, weil das werde ich dann nach und nach dazu geben. Und noch von dem Salz. So, der Teig, der muss so sein, dass er so von alleine runtersifft und auch schon so Bläschen innen drin hat. Ich habe jetzt einmal mit dem Löffel umgerührt und einmal mit dem recht altersschwachen Mixer, da muss ich mir was Neues mal anschaffen. Aber so läuft
der Teig schön raus und das ist die richtige Konsistenz, um ihn jetzt ins kochende Wasser tropfen zu lassen. Und jetzt schöpfen wir die Kehlspatzen ab mit so einem Schöpflöffel. Und schichten den gleichmäßig mit Zwiebel auf. Geben noch Pfeffer und Salz drüber. Natürlich zwischendrin auch Käse. Spätzle. Zwiebel. Pfeffer, Salz. Natürlich wieder Käse und zum Abschluss nochmal die Zwiebeln. Das wär's, das sind Allgäuer Kehlspatzen. So, jetzt schauen wir mal, ob sie was geworden sind. Ja, wunderbar. Also die Knöpfle sind schon mal gut, der Käse. Gut, da hätte ich auch ein bisschen mehr noch mitnehmen können. Da stelle ich jetzt einfach nochmal Käse auf den Tisch, der noch übrig ist. Aber da hätte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr nehmen können, damit er sich so richtig schön zieht. Das ist ein bisschen wenig. Aber geschmacklich, die schönen Zwiebeln dabei und der Käse mit dem Maislacker noch sehr gut. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt noch mehr Käse reintun können, dann wäre das noch perfekter. Viel Spaß beim Nachkochen!